Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein Unboxing meiner zwei Lego-Bestellungen der letzten Woche. Haben wir hier einmal von eBay einen Lego bestellt. Ein Klemmbaustein, Zugmotor, inklusive Achsen und Räder. Power-Up kompatibel. Und dazu von Mold King eine Akkubox. Aufmachen und euch zeigen. Ähnlich wie das Lego Power-Up System. Das ist auch kompatibel damit. Aber hier seht ihr Micro-USB-Anschluss. Das heißt, es ist Akku verbaut zum Laden. Hier ist auch das Ladekabel und die Fernbedienung. Das ist einmal dann zum Umbau meiner BR. Ich glaube, die BR-101 müsste es sein. Ja, genau, die BR-101 ist noch nicht umgebaut. Das hier demnächst Stadtupdate. Und dann ist hier ein großes Paket vom lieben Nick von Bricknick. Findet ihr unten in der Beschreibung. Die, die Nick sein Video schon gesehen haben, wissen schon, was sich hier alles drin befindet. Fast 4.500 Teile. Haben wir hier einen ganzen Beutel voll 1x6er Blades. Da würde ich sagen, machen wir einfach mal den ersten Beutel hier auf. Das sind 2x4er in Schwarz. 1x2er in Dark Blue Stray. 1x2er Blades. Round Blades Modified müssten das, glaube ich, sein. Dann 2x2er Blades. 1x1er Blades und diese Bogenelemente. 3 Türrahmen und 2 Treppen. Verschiedene Blades. Dann haben wir hier 5 Dark Bluish Gray Tiles mit 2x4. Hinge-Teile, die eine Hälfte. Hier sind Fenster fürs Bahnhofsdach. Ebenfalls fürs Bahnhofsdach die 1x4er in Blau. Das ist zum Verbinden von normalen Bricks mit Technikpins. Wahrscheinlich auch Dach dann. Hier haben wir nochmal einige Fensterteile für den Bahnhof oder andere Gebäude. Dann Slopes. Ich wusste das letzte Mal schon nicht. Panels. Weitere. Ach, das sind alles die gleichen. Das sind 2x6er Blades. Noch ein paar 1x2er. Jetzt hängt es aber. Das sind 1x2er Teils. Hier haben wir bedruckte Teils. Mit dem Stromsymbol. Meistens dann wird es an Bahnhöfen und Schienen benutzt bei mir. Das war die erste Tüte. Aber wir haben ja noch 5. Die Tüte lassen wir hier mal noch stehen. Die kommt zum Schluss. Da habe ich mich gerade Dinge gesehen. Dann kommen wir zu dieser Tüte. Hier haben wir Blades Modified, 1x2er, weitere Hinge-Teile, Slopes, 1x1er, Blades, Fenster, ohne Fenster, Fensterrahmen, ein paar Blades und noch ein paar Bögen, 1x4er Bricks und ein 1x6er Brick. Ein Lego City Polybag. Dann haben wir solche Slopes, bin ich der Meinung, heißen die auch. Für Züge oder ein bisschen Zugwegen. 2x2er Bricks in Weiß. 1x3er Bricks in Blau. Hinge-Teile.
1x3er in Dark Bluish Grey. 1x4er Blades. Das sind so Eck. So, wie sagt man, angerundete Ecksteine? Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Bricks. Hinge-Teile. Und die habe ich mal zum Testen bestellt, ob ich damit eine Rundung hinkriege für eine Bahnstrecke. So, abgerundeten Blades. Das war die zweite Tüte. Da haben wir hier die nächste Tüte. Verschiedene Blades und ein Fenster mit integriert, ein Fensterrahmen mit integriertem Fenster. 1x4er in weiß. 1x1 und ein Dreiecksteil in grün. 2x2er. 1x2er Bricks. 1x3er und eine Blade. Wir haben es übersehen. Smithers. Haben wir hier mittendrin. Ich hoffe, ich habe Homer noch nicht übersehen. Blades verschiedene. Dann verschiedene Bricks. 1x4er Blades. Verschiedene Blades. 1x1er Slope Tiles. Ich glaube, ihr wisst, was das wird. Blitzerteile. 1x2er Bricks. Rot. Nochmal ein paar 1x4er in weiß. In blau. Dann ein paar Tan-Teile. Wieder kleinere Blades in grün. Verschiedenste Blades in Dark Bluish Grey. Hinge-Teile. 1x4er in Dark Blue Stray Blades. Homer Simpson. Von was ist das? Aha. Panels. Verschiedenste Blades. Und 2x2er in grün. Ha, Halbzeit. Oh, jetzt wird's bunt. Also noch nicht. 1x1er Blades. 1x4er Bricks. Verschiedene größere Blades. Ich glaube, Lime heißt die Farbe. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob es Lime ist, aber 1x4er Blades. Dann haben wir pinke Blades. Rote. Verschiedene grüne. Entschuldigung. 1x3er in weiß. Die Teile, auf die ich schon gewartet habe. Brick Modified. 1x2er. Hinge-Teile. Verschiedene Scheiben für Autos. Das sind auch Blade Modified mit 2x2 und 1x2. 2x4er Blades. Slopes in Rot. Und eine ganze Tüte 1x2er in Blau für das Bahnhofsdach. Und ich habe keine Ahnung, wie sie heißen. Drei Stück von denen. So, die Tüte packen wir immer noch hier rüber. Da kommen wir zu dieser Tüte. Boah. Hui! 1x4er Weiß. Verschiedenste Blades. 2x6er Blades in Rot. Wieder verschiedene Blades in Light Bluish Grey. Verschiedenste kleinere Blades. Und oh, die Tüte ging schneller. 2x2er Bricks in weiß. Kann man nie genug haben. Jetzt kommen wir zur Special Tüte. Verschiedenste Bricks.
1x3er Bricks. Dann ein paar verschiedene Minifigurteile, darunter ein Bahnmitarbeiter. 2x2er in Weiß Blades. 1x2er in Rot. Man kann nie genug haben. Man kann nicht. Immer wenn ich 1x2er in Gelb und in Blau sehe, bestelle ich welche. Die Tüte muss platzen. Dann haben wir 1x4er Teils in Light Blush Gray. Grüne und weiße 2x4er Bricks. Verschiedenste Blades in verschiedenen Größen. 2x2er in Blau. Blades. Nochmal 2x2er Bricks in Weiß und 2x4er Blades. Hilfe. 2x2er in Weiß. Blades. Haben wir uns auch schon einige. Dann weiße Scheiben oder transklierenden. Weiß. Transklierende Scheiben für Autos oder Züge. Dark Bluish Gray Bricks. Das müssten 2, 4, 6, 8, 10, 12er sein. Also 1x12er. 1x2er Blades, Dark Blush. Dann ein paar Transklierscheiben. Weitere 1x4er Teils in Light Blush. Gray. Ein paar verschiedenste grüne Teile. Dann so auch Blade Modified mit so einem Pinöpel oben dran. 1x4er Teils. Dann die Köpfe für die Minifiguren. 1x4er Blades in Rot. Weitere Slopes in Dark Bluish Gray. Und auch hier dann nochmal so Hinge-Teile bzw. auch Blade Modified in Light Bluish Gray. So, jetzt haben wir es gleich. Hier haben wir auch nochmal so Hinge-Teile. Da kommen dann so Stäbe dran. Dann bisschen was zu futtern. Nervennahrung geht immer. Und was Besonderes. Wer das Video vom Nick gesehen hat, kennt ihn schon. Nick. Das ist der Brick Nick selber. Und er hat mich gebeten, er möchte doch bitte einen ganz besonderen Platz in der Stadt. Beziehungsweise, was heißt einen ganz besonderen? Er möchte, dass er in dieser Stadt aufgenommen wird und einen Platz bekommt. Und er fällst du mir schon runter. Du, mein lieber Nick, was einen ganz besonderen Platz ging. Du hast gesagt, du möchtest irgendwo wohnen. Ja, ich habe mir was anderes überlegt. Ich glaube, Nick, dadurch, dass ich dich durch deinen Shop kennengelernt habe, eigentlich durch YouTube, aber dann durch deinen Shop wirklich kennengelernt habe, du bekommst einen ganz besonderen Platz. Du kriegst in dieser Stadt deinen eigenen Store. Du kriegst deinen eigenen Brick Nick Store, ähnlich eines Lego Stores hier mitten in der Stadt. Wo genau überlege ich mir aktuell? Ich designe das Ganze gerade noch in Start.io, um dir dann nachher diesen Platz zu geben und den zu bauen. Ja. Heute war es das erstmal mit einem Unboxing. Stadtupdate gibt es erst nächste Woche wieder. Ihr seht, ich habe die ganzen Teile. Ich kam diese Woche tatsächlich noch nicht zum Bauen. Das Paket lag jetzt auch erstmal 3 Tage hier auf dem Tisch. Von daher würde ich mal sagen, ich sortiere das jetzt alles mal ein. Du bekommst einen ganz speziellen Platz. Wie gesagt, du kriegst deinen eigenen Store hier in der Stadt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Stadtupdate nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.